Der Möhnesee. Er gilt als einer der schönsten Stauseen Deutschlands und ist weithin ein beliebtes Erholungsgebiet. Dies wissen auch die Reservisten der Bundeswehr, die am Samstag zum 7. Mal den internationalen Möhnesee-Marsch durchführten. Einzelheiten erläutert der Verantwortliche. Wir bieten an 9, 12, 21, 30 Kilometer. 9 und 12 kann man bei uns auch als Leistungsmarsch machen. Wir haben 205 angemeldete Marschierer, insgesamt 238 Teilnehmer, 6 Nationen, allein aus Deutschland von der Nordsee bis zum Bodensee, von Berlin bis Frankfurt, sprich ist ganz Deutschland vertreten, in der Mehrzahl Reservisten, aber auch aktive Truppenteile. Die Strecken führen immer am See lang. Start, Ziel ist im alten Delicker Strandbad, wo wir uns auch gerade befinden, wo wir das Basiscamp aufgebaut haben, geht dann immer mehr oder weniger am Ufer entlang. Geht über die Sperrmauer rüber und dann zurück ins Ziel. Alle Strecken werden auf Zeit gelaufen, egal ob es 9, 12, 21 und 30 Kilometer sind. Die Kameraden, die die Strecke als Leistungsmarsch bewältigen, haben pro Kilometer maximal 10 Minuten und haben 15 Kilo auf dem Rücken mitzuführen. Wir wiegen das vor und nach dem Marsch. Kameraden, aktiv wie die Reservisten, können das natürlich für das Leistungsabzeichen einreichen. Für die einen ist der Marsch ein Wettkampf um Sieg und Zeit, andere nutzen die Gelegenheit, um mit Kameraden und der Familie einen tollen Wandertag zu verbringen, denn rund um den See gibt es einige Sehenswürdigkeiten. Einmal den See selber natürlich, dann die Sperrmauer, die auch eine geschichtliche Hintergrund hat, im Zweiten Weltkrieg, und dann die eine oder andere Brücke, wie hinten am Ende, die Warmeler Brücke zum Beispiel. Was sagt die Bevölkerung rund um den See? Sind Soldaten ungewollte Fremde oder vollwertiger Teil der Gesellschaft? Die Bevölkerung hier ist eigentlich dem Ganzen sehr positiv aufgeschlossen, werden auch wie heute früh auch und gestern beim Aufbau natürlich darauf angesprochen, was wir denn machen beim Ausstellern und. Und bisher durchweg nur positive Feedbacks bekommen. Am Ende ziehen die Verantwortlichen ein positives Fazit und lassen keinen Zweifel daran, dass dieses Event auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird.